Herzlich willkommen bei Smart Bartending, dein Kanal für Cocktails, Rezepte und mehr. Ich bin Kevin und heute sind wir mit guten Freunden hier, also machen wir 5 Cocktails mit Ouzo 12. Vielleicht habt ihr letztens schon unser Video gesehen, The World is Liquor. Dort erzählen wir euch die Geschichte des Ouzos und wie er destilliert wird. Und heute geht es ausschließlich um Cocktails. Viel Spaß! Freunde, heute gibt es 5 Cocktails mit Ouzo. Und unser allererster Drink für heute ist der Athen Libre. Vielleicht könnt ihr schon denken, wie dieser Drink aussieht. Aber starten wir zunächst einmal mit 60 ml Ouzo, die in ein Highball-Glas kommen. Dann kommt ordentlich Eis hinzu. Jetzt wird das Ganze mit Cola aufgefüllt. Wenn ihr richtig geraten habt, dann wisst ihr, es ist im Grunde ein Cuba Libre, nur dass wir es anstatt mit Rum jetzt mit dem Ouzo machen. Das heißt, es wird einmal mit Cola aufgefüllt und jetzt benötigen wir nur noch 2 frische Limettenspalten. Die drücken wir den Drink raus und fertig ist der Athen Libre. Cocktail Number 2 ist für heute der Ouzo Snowball. Auch dieser wird einfach nur im Highball-Glas aufgebaut. Dazu geben wir dann zunächst einmal 60 ml des Ouzos hinzu. Dann brauchen wir eine schöne Säure, die geben wir in Form von 20 ml Limettensaft einfach mit hinein. Dann wird das Ganze mit Eis aufgefüllt und nebenbei, wenn ihr mal mehr über die Spiritose erfahren wollt, ich verlinke euch hier oben mal einen kleinen Link, da haben wir ein The World is Liquor über Ouzo gemacht, als nehmen wir die Geschichte davon. Jetzt wird das Ganze nochmal mit einem hellen Traubensaft aufgefüllt, dann rühren wir das alles gut um, damit sich die Zutaten schön miteinander vermischen. Ich garniere das jetzt nochmal mit einer Limettenachtel und fertig ist unser Ouzo Snowball. Der dritte Cocktail für heute ist der Ouzo Mojito und wie es sich bei einem Mojito gehört, brauchen wir ordentlich Minze. Also gebe ich erstmal so roundabout 10 bis 12 Blätter davon in ein Highball-Glas. Das Ganze wird jetzt nochmal mit 60 ml Ouzo aufgefüllt. Da brauchen wir natürlich auch eine gewisse Süße und Säure. Die Süße holen wir in Form von Zuckersirup. Davon brauchen wir 30 ml. Ihr könnt aber auch gern ganz normalen gemahlenen Rohrzucker nehmen. Da könnt ihr ein bisschen variieren. Und jetzt kommen wir zur Säure. Die machen wir in Form von 20 ml Limettensaft hinzu. Jetzt kommt Crushed Ice, ein Barlöffel und wir rühren das alles ordentlich um. Ich hoffe, euch gefällt das Video bis hierhin auch. Wenn ja, lasst doch sehr gerne mal ein Like und ein Abo da. Das unterstützt uns jedes Mal wirklich aufs Neue. Jetzt nochmal ein bisschen Crushed Ice on top. Und das Ganze wird jetzt nochmal mit Soda aufgefüllt. Ihr könnt natürlich auch ganz normales Mineralwasser benutzen. Da seid ihr euch frei überlassen. Ihr müsst nicht unbedingt direkt das teure Soda kaufen. Jetzt nochmal kurz von oben nach unten mit einem Barlöffel durch. Dann wird das Ganze mit Minze garniert. Ein Trinkhahn kommt on top. Und fertig ist unser Ouzo Mojito. Cocktail Nummer 4 für heute ist der Sex on the Greek. Das heißt, wir machen einen Sex on the Beach mit einem gewissen Twist. Zunächst geben wir 40 ml Ouzo in einen Shaker hinzu. Dann brauchen wir 40 ml Pfirsichsaft. Dann brauchen wir 40 ml Orangensaft. Weil Orangensaft verschüttet wurde. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Hier kommen sehr, sehr viele Säfte rein, ihr werdet schon merken. Dann brauchen wir 60 ml Ananassaft. Nachdem wir nun den Ananassaft jetzt auch hinzugegeben haben, müssen wir das alles gut durchshaken. Also geben wir erstmal Eis in unseren Shaker hinzu und jetzt einmal kräftig durchshaken, dass sich alle Zutaten schön miteinander verbinden und wir ganz einfach einen geilen Drink gleich zusammengemischt haben. Jetzt bauen wir noch unser Glas wieder. Dafür nehmen wir ein ganz normales Highball-Glas. In das geben wir nun normales Eis hinzu. Und darin seihen wir jetzt unseren Sex on the Greek drin ab. Ihr seht schon, das Glas ist nicht komplett aufgefüllt. Den Rest füllen wir jetzt einfach mit einem Cranberry-Saft auf. So haben wir eine schöne Farbe und der Drink schmeckt noch besser. Jetzt garniere ich das nochmal mit 2 Ananasblättern und fertig ist unser Sex on the Greek. So, als drittes haben wir jetzt einen Shot für euch vorbereitet. Und zwar machen wir jetzt einen Ouzo Frappé. Dafür geben wir zunächst 20 ml Ouzo in ein Shotglas. Dann brauchen wir einen Creme de Kakao. Ihr könnt einen dunklen und einen hellen benutzen, da ist es euch frei überlassen. Auch davon brauchen wir roundabout 20 ml davon. Jetzt füllen wir das Ganze nochmal mit einem Espresso auf. By the way, ihr könnt jetzt theoretisch on top nochmal Sahne drauf machen. Das macht den ganzen Shot noch ein bisschen geiler, aber es geht auch ohne. Und im Grunde war es das mit dem Ouzo Frappé. So Freunde, der Ouzo ist nicht nur als Shot trinkbar, sondern auch einen coolen Cocktail. Was haben wir alles gemacht? Wir haben coole Standard-Cocktails ein bisschen getwistet. Und zwar haben wir einmal den Athen Libre, im Grunde ein Cuba Libre, nur anstatt des Rums haben wir den Ouzo drin. Dann ein Mojito. Ich glaube, es gibt keine Spirituose, die nicht in einem Mojito verwertbar ist. Gefällt mir auch persönlich sehr gut, ist mein Favorite des Tages auf jeden Fall. Dann haben wir Sex on the Greek hier vorne. Im Grunde ist es ein ganz normaler Sex on the Beach, nur dass wir anstatt des Pfirsich-Likörs jetzt einen Pfirsich-Saft genommen haben. Ihr könnt im Grunde das auch mit dem Pfirsich-Likör probieren, ist dann alles ein bisschen stärker und intensiver. Dann haben wir hier vorne den Shot, der hat mich auch wirklich umgehauen. Gefällt mir sehr gut, dieses Creme de Kakao mit Ouzo und Kaffee. Kleiner Tipp, ihr könnt gerne auch einen dunklen Creme de Kakao nehmen, dann ist es noch ein bisschen intensiver im Geschmack. Und dann der hier vorne, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe, aber wir haben Traubensaft drin. Ihr wisst nicht, wie lange ich diesen Traubensaft gesucht habe, den hell. Ihr könnt aber natürlich auch einen dunklen benutzen. Limette und Ouzo harmonieren sehr cool zusammen.
Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.